Angefangen hat es mit meiner Lehre. Da muss ich ehrlich sagen, da war alles noch in den Kinderschuhen. Ich rede jetzt Jahre 75, 76. Da war das Gebiet Wein in Südtirol überhaupt nicht erforscht. Da gab es vielleicht einen Magdalena, einen Fanatsch, einen Lagan Kritzer, irgendeinen Barbera und einen Barolo. Und das war die Weinkarte. Draufgekommen bin ich erst durch die Passion, wie ich in die Schweiz ging, wie ich nach Deutschland ging, speziell Frankreich und in England. Da hast du gesehen, in Spitzenhäusern, was da für eine Weinkarte war, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Und das hat mich immer fasziniert. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, habe ich es nach 25 Jahren, als ich hier bin, geschafft, dass ich sehr, sehr viele Stammkunden habe. Das kann jetzt von Russen sein, das kann von österreichischen Kunden sein, viele deutsche Kunden, Italiener, auch sehr viele Einheimische. Also die Gäste kommen, denke ich, mir halt deswegen gerne, weil ich auch die Wahrheit sage. Und nicht immer ist die Wahrheit das Beste, sei es geschäftlich. Weil ich sage ein Beispiel, gestern war ein Kunde hier, der hat meinen, sage ich keinen Namen, von welchem Wein, der kostet 110 Euro im Regal. Und ich fragte ihn darauf, ja, haben Sie den schon probiert? Nein, aber er wurde sehr hoch gelobt und gegeben. Sage ich, haben Sie Preis-Leistung, würde ich den Ihnen überhaupt empfehlen. Ich empfehle den anderen, der kostet 48 Euro. Habe ich mal einen schiefen Blick gekommen, also ich kann Sie gerne probieren lassen. Sage, nein, ich vertraue Ihnen. Nächster Tag ruft er an, wow, der Wein ist sensationell, mein Freund hat den anderen gekauft, den kannst du vergessen. Also ich lasse immer die Kunden probieren und wenn von 10 Kunden sagen, der schmeckt mir nicht, dann brauche ich den nicht einkaufen, weil der, was täglich kommt, ein Glas trinken, das ist der schwierigste Gast. Den musst du am besten behandeln, weil das Glas an der Theke muss schmecken, wenn du einschenkst. Beim Essen verkaufe ich denselben Wein, der sie nicht schmeckt, 10-mal besser. Die Qualität ist einfach, es muss ein sauberer, klarer Wein sein, wo der Gast sagt, wow, reinriecht, sagt, wow, der ist sauber, da rieche ich die Himbeere, die Waldfrüchte raus, die Pompe raus und nicht die negativen Noten. Und dann macht es Spaß, wenn der Kunde sagt, wow, der ist gut, reinriechen, dann verkaufst du schon. Dann weißt du, wow, das ist genau das, was der Kunde braucht und was ihm auch schmeckt. Das ist meine Passion, Wein mit Essen kombinieren. Das mache ich jetzt mittlerweile über 40 Jahre. Und es gibt nichts Schönes, wenn du Kunden hast, die sagen, Peter, was kocht heute Abend? Kocht meine Frau, wir haben diese 4 Teller. Was mir keiner geglaubt hat, das läuft. Vor 25 Jahren haben wir uns ausgelacht, weil da war die Karte. 10 Antipasti, 20 Vorspeisen, 20 Hauptspeisen. Das ist für mich totaler Blödsinn. Also ich bin lieber für frische Qualität. Und wenn es fertig ist, kann passieren, dass ich um halb 10 Uhr abends keine Fisch mehr habe. Weil wir eben, das ist die Menge und das ist fertig. Und die Kombination mit Wein und Speisen ist deswegen sehr interessant. Erstens, der Verkauf ist unglaublich gestiegen. Und du kannst Leute unglaublich begeistern, wenn du ihnen erklärst, der Wein passt dazu. Schau, der macht jetzt, das riecht noch schmackhafter, der macht den Wein jetzt mit weniger Säure. Und das ist das Tolle, wenn du Leute begeistern kannst. Das ist natürlich die Kombination, deswegen heißt es auch Weinbistro. Oder auch gezielt, dass ich das rausschneide, dass die Leute verstehen, ich möchte eine Weinkultur reinbringen. Also wenn die Sonne reinkommt, haben die Möglichkeit, verschiedene Weine zu probieren. Sei es Südtiroler, von jeder Nation, sei es Italien, oder auch Frankreich, Spanien oder Österreich, Kalifornien. Und das ist die Möglichkeit haben, das glasweise verkosten, auch flaschenweise und dann noch dazu beim Essen dann nochmal die Weine zu kombinieren. Und das ist einfach toll, wenn der Kunde dann zufrieden rausgeht. Ich weiß, ich will hunderte Male in den letzten 25 Jahren mir diese Frage gestellt worden ist. Und ich erkläre es immer so, schauen Sie, in ganz Südtirol wird Werbung gemacht über wie schön das Land ist, wie tolle Berge haben. Südtirol ist ein Weinland. So, ich stehe hinter dem Produkt Weinland, ich stehe hinter dem Produkt Wein. Für mich ist ein Aperol-Spritz, wenn ich es selber mache, eine tolle Sache, da hört für mich in eine Bar rein, in eine Cocktailbar, in eine Strandbar, in eine Hotelbar, ist okay. Aber ein Wein mit anderen Sachen mischen, das ist nicht mein Ziel und auch nicht meine Idee, was ich hatte. Und das habe ich von vornherein gewusst, das wird es nie hier geben. Genauso wie kein Tee und kein Kaffee und andere Sachen. Deswegen steht drauf, Peters Weinbistro, Wein verbindet mit Trinken und Bistro eben Wein kombinieren mit Essen.